Herzlich willkommen zu Medieval Dynasty 2023, wo wir versuchen, eine richtig, richtig schöne Mittelaltersiedlung aufzubauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So Leute, nochmal ein ganz kleiner Blick hier, ne, auf unser neues, also neues ist ja immer noch das alte Dorf, aber auf unsere neuen Lichtquellen, die wir schon platziert haben. Wir haben 53 Bewohner, davon können 31 arbeiten. Diese Zahl wird, glaube ich, jetzt immer weiter gut nach oben gehen, auch wenn wir keine neuen Leute dazu holen. Holz reicht sowieso übelst lange, Nahrung sieht auch noch gut aus. Und wir haben bald wieder Frühling. Alter, wir haben übelst viel rote Beete. Das ist krass, weil rote Beete machen wir nur teilweise in den Gärten von den Leuten. Ich habe irgendwie ein innigeres Verhältnis zu meinem Esel als zu meiner Frau. Ich weiß nicht. Meine Frau will ständig immer irgendwas von mir. Besorgen wir eine Fischsuppe. Kannst du dich mal waschen? Nur so nervige Sachen will die von mir. Ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal noch mehr Tiere ins Dorf holen. Dann müssen wir uns mal überlegen, welche. Oh, ich will heute unbedingt auch ein paar Bäume pflanzen. Ich will heute mal ein paar Alleen fertig machen. Das wäre schön. Aber ganz kurz nochmal davor. Bereitet euch mental drauf vor, was sehr Episches zu sehen. Könnt ihr gerne auch bei euch so machen. Das macht übelst den Unterschied. Tada! Ich zeige euch nochmal ganz kurz den Brennholzstapel, den wir gestern erstellt haben. Habe ich alles selbst gemacht, den Haufen. Hm? Oh. Okay. Das mit dem Tor ist ein bisschen blöd. Ja, also wir haben jetzt, letzte Session haben wir halt hier diese Bergstraße schon mal angefangen zu bauen. Hier haben wir jetzt auch eine Reparaturhütte, also so eine Bauhütte. Also, ich hätte sehr, sehr gerne neue Tiere im Dorf. Gebäude, Tierhaltung. Oh, Kühe hätte ich ja auch Bock. 8 Stück passen da rein. Hühnerstall, Eselstall, Schweinestall haben wir schon. Ach krass, Leute, es fehlen nur noch... Ja, Esel haben wir auch, Kaki. Es fehlen nur noch Gänse und Kühe. Wir haben ja jetzt hier unser zweites Nahrungsmittellager. Also hier irgendwie würde ich, glaube ich, fühlen, wenn hier irgendwie was wäre. Also wenn, dann müsste der Weg so leicht, so eine Kurve... Und dann halt hier lang. Das könnte noch okay aussehen. Das geht noch. Das ist nicht zu huckelig. Das ist okay. Und jetzt wollte ich mit dem Weg da hinten connecten, glaube ich. Damit wir schon mal eine grobe Struktur haben, woran wir uns orientieren können. Boah, sieht aus wie ein offizieller Weg, oder? Abgefahren. Aber jetzt haben wir hier nicht mehr wirklich viel Platz, ne? Also hier ist es einfach sehr huckelig. Wir könnten überlegen, hier Gänse zu machen. Dass wir haben ja hier diesen Weg. Den hier wollen wir ja auch noch durchziehen. Ja, hier ist es ein bisschen... Ah, ist das in Ordnung? Ist okay. Ungefähr so. Und dann könnten wir hier vielleicht für die Gänse das Gebäude bauen. Ich würde jetzt einfach mal drücken. Das sieht in Ordnung aus. So, dann machen wir Zäune, Flechtzaun... Wobei, nö, ist okay. Ich finde das in Ordnung von der Größe. So, und hier müssen wir auch noch zumachen. Ah, so, hier ist okay. Nicht schön, aber hässlich. So, aber wenn wir das fertig bauen, haben wir doch ein süßes Gehege für die. Alles klar. Dann bauen wir das mal schnell fertig, den Spaß. Und dann würde ich sagen, holen wir Gänse. Und wir holen nochmal mindestens 2 neue Dorfbewohner. Und dann fehlen uns noch Pferde, Kühe, Ziegen. Ja, Ziegen haben wir auch noch nicht. So, brauchen wir Steine, Stöcke, komm mal her, Kaki. So, Gänsehaus ist fertig. Ein Gehege auch schon, fast. Hier brauchen wir noch Bretter, das können wir dann später machen. Ich finde, das macht sich aber ganz gut. Ich bin nicht so ein Fan von diesem Huckel hier. Aber das lässt sich auch teilweise nicht vermeiden. Es ist einfach hier sehr, sehr bergig. So, gut, Leute. Ich würde mal schnell ins Nachbardorf losziehen. Ey, ohne Mist. Ich würde auch übelst gerne gleich Setzlinge kaufen, ne? Was haben wir hier für Setzlinge drin? Kirschbaum. Hallo da. Albreda, 20. See you soon. Hat eine 3 in Produktion. Ja, komm her. How are you? Ich überlege, ob ich jetzt eben noch schnell Setzlinge kaufe, wenn wir einmal hier sind.
Ich glaube ja, weil das Angebot an Setzlingen ist immer sehr begrenzt. Ich hätte gerne ein paar Birnbaumsetzlinge. Oh, es ist so teuer, Alter. Es ist so teuer. Nee, ich will ich nicht, dass ich dann keine Kühe kaufen kann. 1, 2, 3, 4, 5 werden in spätestens einem Jahr wieder normal arbeiten können. Weil dann sind die Kinder 2. Und dann können sie allein auf der Straße rumrennen und müssen nicht mehr behütet werden. Was macht ein Kind? Was macht mein Kind? Das liegt... Wie war die Frage nochmal? Gerade leicht Kopfschmerzen. So, okay, auf nach Kostovia, let's go. Ah, hier, wir sind die Gänse. So, eine erwachsene Gans kostet 1200. Ey, ich überlege gerade, ob ich alle hole. Ein Männchen und drei Weibchen, das wäre da eigentlich perfekt, oder? Also das Männchen brauchen wir auf jeden Fall. Die werden 12,5 Jahre alt, Gänsehaus. Zuweisen. So, das Weibchen ist 05. 05, die sind alle ein halbes Jahr alt. Gänsehaus zuweisen. Hole ich noch ein Weibchen? Das würde bestimmt die Zucht ordentlich beschleunigen, oder? Ich hole mal noch ein Weibchen. Oder geht das dann schneller? Okay, Leute, wir machen so, wir holen noch ein zweites Weibchen. In der Hoffnung, dass die Zucht dann schneller geht. So, jetzt haben wir noch 7400. Dann lass mal gucken, was eine Kuh kostet. Also holen können wir sowieso noch keine, weil wir noch keinen Stall haben. Aber ich hätte eigentlich Lust, mir als nächstes Kühe zu holen. 3600. Also wir könnten theoretisch, oder wir holen halt zwei Kälber. Ordentliche Euter auf jeden Fall. So, wir brauchen aber eigentlich noch einen Mann. Ich würde mal schnell nach Porobo reiten. Hoffen, dass da noch ein Mann ist. How is life treating you? Der ist in Ordnung. Morgen. So, jetzt sehen wir das erste Mal seit Ewigkeiten unser Dorf im Frühling bei schönem Wetter. Ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut jetzt. Guck mal da hinten, so die ganzen Häuser. Da hat sich wirklich einiges getan in dem letzten Jahr. Abgefahren. Sehr cool. Ich denke auch nicht mehr lange, dann dürften die Kirschbäume ja schon mal groß sein. Das wird auch nochmal einiges ausmachen. Ich wäre übrigens dafür... Hier haben wir jetzt Roggen. Ich hätte so langsam eigentlich mal Bock auf ein bisschen Weizen anbauen. Wollen wir vielleicht einen kleinen Abschnitt von dem Kohlfeld Weizen stattdessen machen? Man könnte halt auch extra noch ein Feld bauen, ne? Aber ich würde das mal so machen. Mal gucken, wie viel das ergibt an Weizen. Wir werden ja sehen. Theoretisch müssen die jetzt hier Weizen pflanzen. So, und wir müssen die Leute wieder zuordnen. Die ganzen Scheunenknechte und so. Die macht ja gar nichts. Ah, da ist das Kind 2 Jahre alt. Leonarda kann wieder. Let's go. Ey, ich sag euch, ne, wir haben bald haben wir den übelsten Kindergarten hier rumrennen in dem Dorf. Wie sieht's denn aus? Ist denn ja langsam mal ein kleiner Babyesel am Start oder so? Nicht so aus, ne? Also wir haben halt ja extra noch ein Männchen geholt, weil Kaki ist ja die ganze Zeit mit mir unterwegs und dann kommt dazu nichts. Aber es sind immer noch nur 2. Also die Esel, die weiß ich nicht, mal gucken, ob sie sich irgendwann noch fortpflanzen oder nicht. Mal schauen. Morgen an alle, morgen. Und dann bauen wir Kuhstall und holen Kühe und Wein. Und dann geht's ab. Bam. 14 Punkte. Ich glaube, es ist ein guter Spot. Ich glaube, ich würde den Kuhstall hier hinsetzen. Dann können wir das hier dann alles schön einzäunen. Kann ich denn hier an diesem Weg auch schön nah einen Zaun bauen? Würde das gehen? Also aus Interesse? Würde gehen. Okay, alles klar. Hier ist dann Allee. Oh, ich freue mich schon so, wenn wir die Bäume uns dann endlich ordentlich leisten können. Aber ey, ich meine, wenn wir dann viele Tiere haben, ist doch geil. Dann können wir ja theoretisch dann auch immer mehr verkaufen von den Tieren, die wir überschüssig haben. Und das dürfte ja auch nochmal gut Geld bringen. Hier könnte man auch Kuhstall machen. Oder wir machen hier dann die Ziegen hin. Hier Kuhstall und hier Ziegen. Ja, so. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal nur den Stall fertig und zäunen wir mal später. Stroh kann ich mir nicht ordnen. Das tut mir leid, Kaki, das wollte ich nicht. Kann ich ihn irgendwie streicheln oder so? Ist nichts passiert, Leute. Das ist nur Ketchup.
das ist doch so schön. Also ich muss sagen, diese Stelle hier so, ne, das ist auch ein bisschen glücklich gewesen. Dieses Materiallager, dass wir das so erhöht hier gebaut haben an der Stelle. Und dann mit diesem Zaun und dieser Treppe und allem drum und dran, ich finde, das sieht richtig cool aus. Also das ist aktuell so mit einer der Highlights von unserem Dorf, finde ich. Wenn man so guckt. Ich mache ein Foto. Das ist schon wahrscheinlich das dritte von der Stelle. Ja, hochmotiviert. Richtig Schwung holen. Okay. So. Ich würde mal eben gucken, wie der Brunnen aussieht an der Stelle. Können wir nämlich auch vorstellen. Hier ein Brunnen? Ja. Würde ich führen. Wir müssen da ja nicht unbedingt einen einstellen. Aber es würde ja auch Sinn machen, dass hier mal wieder eine Wasserquelle ist, ne? Neben dem Kuhstall und so. Fotomodus. Ist in Ordnung. Das ist mir mittig genug. dass ich den jetzt erst so für mich entdeckt habe, den Fotomodus, das ist eigentlich voll gut. Die beste Stimmung hat meine Frau. Aber das ist natürlich keine Überraschung. Hm? Ich sag mal so, wenn meine Frau sagt, ich stinke, dann wasche ich mich. Das hebt die Stimmung. Das macht nicht jeder. Das ist auch wie live so, Leute. Ne? Wenn eure Frau euch sagt, ihr stinkt, wascht euch einfach und schon bessere Stimmung, Leute. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit bauen, Leute. Ich meine, wir haben ja am See angefangen. Ich habe mich ja Step by Step immer weiter nach links ausgebreitet. Ne? Dass wir das irgendwann so bauen, dass es organisch unser Dorf an diesem offiziellen Weg angrenzt. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt natürlich am See weniger gebaut, als ich vorhatte. Aber ich muss auch sagen, ich finde das halt cool. Ne? Wenn wir sind ja immer so hier oben da, auf dem Berg, wo die Mühle ist. Und von da aus hat man halt immer einen schönen Blick. Und aktuell baue ich halt sehr viel auch so, dass ich die Aussicht immer schöner wird von der Stelle. Ich meine, gut, den Kuhstall mehr haben wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir laufen hier oft lang. Allein deswegen ist es cool, wenn hier der Kuhstall ist. Brunnen ist auch fertig, der schon. Natürlich ganz gut hier an der Stelle, gefällt mir. So, gut. Das hätten wir erstmal. Dann können wir jetzt eigentlich Kühe holen. Ich bin aber schon dafür, dass wir hier überall irgendwie noch versuchen, Häuser hinzusetzen. Ja, wobei, oben auf dem Berg, wenn wir da Häuser hinsetzen, könnte noch cooler aussehen. Also hier wird man ein Haus hinkriegen. Sekunde, hier könnten wir auch einen smoothen Weg bauen an dieser Stelle. Das ist halt richtig hoch, das Haus, ne? Das ist ein Hochhaus. Guck mal, hier kriegt man noch einen relativ smoothen Weg hin. So, von der Optik her. Rüstungen sind geplant. Rüstung, Schilde und so soll noch kommen. Aber ist noch nicht drin. Wir haben mittlerweile 340 Ton. Das hatten wir ja irgendwann mal umgestellt vor 6 oder 7 Stunden. Also Häuser verputzen müsste mittlerweile gehen. Wir haben auch 700 Leder mittlerweile, da können wir auch ein bisschen was verkaufen. Wir haben die Schenke freigeschaltet. Wir können jetzt die Taverne bauen. Okay. Cool. So, Haus ist fertig. Oh, das macht sich ganz gut da oben. Übrigens, hier sind unsere Gänse, die haben wir uns gar nicht angeschaut. Einmal Gans und einmal Ganter. Wir haben auch schon die ersten Eier. Sehr gut. So, Leute, okay. Dann würde ich sagen, wir holen jetzt Kühe. Für unsere, ne, für unsere Kuhgehege hier. Und wir holen nochmal 2 Dorfbewohner dazu. Wir holen jetzt Kühe. Ganz viel Kühe. Wisst ihr noch in der ersten Folge, in der ersten Session, wo ich hier runtergelaufen bin und mich so gefreut habe, dass die Kühe Mu machen und meinte, oh, für cool, wenn wir die dann in unserem Dorf haben? Der Moment ist endlich gekommen. So, ich würde jetzt aber nur einen Kalb holen, jeweils. Nehmen wir dich hier. 22,5 Jahre werden die alt. Kuhstall, Tier zuweisen. So, hier haben wir noch ein Männchen. Kuhstall. Zu weisen. Eisen hält halt länger, ja.
Aber ich glaube, eine zweite Schmiede erstmal schadet sowieso nicht. Dann könnten wir dann später auch eine Schmiede fürs Schmelzen nehmen und eine Schmiede für die Produktion von Werkzeug und so. Ich glaube, ich würde es fühlen, wenn wir irgendwo hier noch eine Schmiede hinbauen würden. So, Schmiede ist fertig. Lass uns mal gucken, ob es jetzt gut aussieht. Ja, doch, finde ich cool, die Stelle. Hier noch ein bisschen Weg nach vorne wäre geil. Ja, finde ich gut. Gefällt mir. Und hier würde ich auch einen Zaun fühlen, auch wegen diesem Grundstück hier. Hier wäre es sogar, glaube ich, ziemlich sinnvoll, wenn hier ein hoher Zaun wäre. Ich glaube, das finde ich ziemlich cool, wenn das so ist. So. Okay. Finde ich cool. So. Guck mal hier, die Kirschbäume. Oh, das da doppelt weh. Schau mal, die Kirschbäume hier, die sehen voll. Die Kirschbäume sind endlich groß, wollte ich eigentlich nur sagen. Dekorieren. Slot 4, Bärenfellteppich. Schön. Hier liegt einfach eine komplette Bärenfamilie auf dem Boden, Alter. Aber ist jetzt gemütlich für Erdwiger. Ich muss übrigens sagen, man könnte sogar überlegen, hier und da mal so ein Haus zu bauen und das nicht zu Ende zu bauen. Sondern dass nur das Gerüst da ist. So rein optisch gesehen könnte das halt auch ganz cool aussehen, ne? Wenn das so gestaltet. Schön. Gefällt mir. Das ist auch voll geil. Okay, Haus ist fertig. So, ich würde, glaube ich, jetzt gerne nochmal versuchen, bei der Schmiede bei uns hier irgendwie eine schöne Feuerstelle zu bauen. Machen so, gefällt mir besser. Wir bauen es einfach mal und wir gucken mal, was passiert, okay? Geht nicht voran und so. Es ist immer manchmal ein bisschen blöd. Komme ja nicht so nah. Mistgur, du musst aufpassen. Wenn ich mit meinem Eisenhammer um mich haue. Alter. Also, guck mal, das wird doch viel. Es ist ja schon mal viel, viel besser als davor. Das ist auch der gleiche Satz, den ich immer bei Blende zu benutze. Wichtig ist es, dass es am Ende besser aussieht als davor. So, okay. Sieht schon mal ganz ordentlich aus. Hier müssen wir dann mal gucken. Wobei ich fühlen würde, wenn hier wirklich nochmal so ein Gate wäre vielleicht. Dann wäre das ja wirklich komplett geschlossen. Das wäre irgendwie auch ganz geil. Genau, hier noch eine Fackel hinplatzieren vielleicht. Also hier dann auch noch. Könnte natürlich auch hier und hier, aber das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel. So, ich muss eben was trinken und mich waschen. Aber ich finde das so ganz geil. Wow! Was ist bitte mit den Schafen passiert? Das sind voll viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück haben wir jetzt anscheinend. Ja, wir haben 8 Schafe. Okay. Also Wolle sollte bald überhaupt kein Problem mehr sein. Richtig viele geworden. Wo ist ein Otto? Ah, da vorne ist Otto. Ich hab'n. Na? Hallo? Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Stoffpuppe. Danke, Papa, du bist der Beste.
So. Otto ist eher so der anspruchsvolle so eine Mann, hä? Meint ihr, wenn ich Otto eine PlayStation 5 schenken würde, kriege ich auch 1%? Kaki, na wie geht's? Guck mal hier, Liga, was Kaki kann. Moment. Toll, oder? Mhm. Ja, denn Kaki und ich sind beste Freunde. Ich glaube, sie ist gerade richtig glücklich über ihren tollen Mann. Tada! Hier könnte man noch ein kleines Feld hinmachen. Das könnte auch cool aussehen. Eventuell, aber die Bäume würde ich gerne lassen. Hier wird höchstens... Doch hier, wo ich hingucke. Okay, ich habe eine Idee. Also die Bäume würde ich gerne lassen. Weil Bäume sind schön. Aber es müssen ja nicht alle Felder riesengroß sein. Deswegen geht... Okay, ja, wir machen jetzt so. So ist in Ordnung. Ich drücke jetzt einfach mal, okay. So, bam. Dann würde ich hier die Wege wegmachen. Die müssen wir ein bisschen anders bauen. So, und jetzt hier weiterziehen. Alles klar, dann Verwaltung, Felder, bearbeiten, Pflanzenart ändern, Weizen. Also, bestätigen. Okay, so, also hier wird jetzt erstmal Weizen gepflanzt, aber das soll nicht das einzige Feld bleiben. Wenn wir einmal dabei sind, wir haben ja hier diesen Weg. Mal sehen, ob wir den irgendwie noch sinnvoll hier langziehen können. Der geht von hier unten lang. Mal so hier machen. Ach, es ist okay. Ich würde so lassen, glaube ich. Hier will ich eigentlich keinen Weg machen, weil ich mag das eigentlich hier mit der Waldstelle, um ehrlich zu sein. Man könnte maximal überlegen, ob man den Weg hier noch so lang zieht, eventuell. Berufe. Wie viel haben wir gerade die Landwirtschaft arbeiten? 3 nur. Das ist zu wenig. 19. Goodbye. Ja, dann nehmen wir Lorelei. Hello. Ich nehme jetzt auch Dobro. How can I help you? 28 ist noch okay. So. Dann haben wir schon mal 2 Leute mehr, die sich um Landwirtschaft kümmern. Mal gucken, was die dann jetzt schaffen. Ich würde jetzt aber auch gleich noch ein zweites Feld bauen, Leute. Ich hatte halt gedacht, dass wir jetzt hier noch ein Weizenfeld hinsetzen. Die wären auf jeden Fall dafür. Ich überlege gerade wirklich, ob ich den Zaun an dieser Stelle nochmal neu mache. Weil ich finde die Stelle eigentlich cool für ein Feld. Also das dann hier so hochzuziehen. Bisschen. Hier müssen wir vielleicht noch die Bäume wegmachen. Okay, wir machen erstmal 5 und 8. So. Können wir uns schlafen legen? Ich würde nämlich gerne bei schönem Wetter weiterarbeiten. Morgen. Oh, wir haben schönes Wetter, Leute. Sehr geil. Haben die schon irgendwas hier gemacht? Nee, noch gar nicht. Okay. Aber ich glaube, die sind auch gerade sehr viel mit Ernten und allem beschäftigt. Also hier entsteht jetzt noch ein kleines Feld. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt extra umbauen will. Deswegen... Wir könnten halt überlegen, ob wir hier ein Haus hinsetzen, irgendwas. Und machen jetzt einfach hier noch ein Feld hin. Könnten sogar noch wahrscheinlich den Baum wegmachen. Würde ich schätzen. Dann könnten wir es 1 breiter machen. Für einen Baum entfernen. Vielleicht sogar können wir es 2 breiter machen. Aber wahrscheinlich sind die Felsen hinten dann im Weg. Aber wir könnten so hier machen. Jetzt mal bei schönem Wetter. Also hier haben wir ja noch nicht viel gemacht. So, ne? Also, oh, guck mal hier. Das müssen wir dann gleich mal reparieren. Aber das können wir über die Reparatur... bitte machen. Hier hinten am See würde ich heute gerne die Taverne bauen und vielleicht kriegen wir es heute sogar hin, dass wir hier diesen Weg dahin dann zur Taverne mal ein bisschen schöner gestalten können. Ja, aber so sieht es erstmal jetzt von oben aus. Highlight ist halt wirklich immer noch, finde ich. Die Stelle finde ich halt richtig cool, so alles.
Und dann mittlerweile aber auch die Berggasse. Wenn man so in die Richtung guckt mit dem Materiallager da oben auf dem Berg. Und dann dieser Gasse, die dann jetzt hier so hoch geht und so. Ich finde das, das gefällt mir auch sehr, sehr gut schon. So schaut. Ja. So, lass mal Bäume, Birnenbäume pflanzen. Ein Birnenbaum. Zweiter Birnenbaum. Und dritter Birnenbaum. Noch ein Birnenbaum. Cool, dann können wir dann hier vielleicht irgendwie Bänke hin platzieren oder so. Müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir hier aber auch noch. Hier wäre ich ja mal dafür, dass wir ganz fancy machen. Wie viel haben wir noch? 5. Birnenbaum. Birnenbaum. Dann würde ich hier irgendeinen anderen Baum pflanzen. Und hier wieder Birnenbaum. Also super abgefahren, quasi abwechselnd, ne? Birnbaum, anderer Baum, Birnbaum. So, müssen wir noch gucken, dass wir noch irgendwelche anderen Setzlinge holen. Okay, mehr Birnbäume haben wir nicht. Also Setzlinge. So, gut. Die sind schon dabei, das Feld hier zu bewirtschaften. Das müssen wir noch einstellen. Feld, das ist jetzt Feld 11. Mit Ö. Okay, und dann hat mir gesagt, dass wir jetzt hier diesen Baum fällen wollen. Hier würde ich irgendeine Hütte noch wahrscheinlich hinbauen. Müssen wir mal gucken, was wir da hinsetzen. Und ab hier hätte ich gerne noch ein Feld, was hier sicher durchzieht. Hier müssen wir den Weg dann, das müssen wir nochmal anpassen. Dann, das machen wir jetzt gleich. Dann das hier so lang bauen. Also wir haben jetzt mehrere Optionen, Leute. Warte mal 16 wollte ich machen. Ne? Bis hierhin würde gehen. Hier wäre der Stein im Weg. Hier könnten wir weiter runter. Also das Stück Zaun würde ich gerne lassen. Bis hierhin. Jetzt ziehen wir es einfach durch. Wir sind jetzt bei mal 10 hier. Mal 14 bitte. Ja, mal 14. 14 mal 10. Let's go. So, dann bauen wir jetzt hier einen Weg hin. Hier wollte ich dann einfach hier mit connecten. So, muss ich das dann machen? Bräuchten halt einen Zugang. Ne? Hier würde ich wahrscheinlich einen Feldschuppen einfach hinsetzen. I guess. So. Und hier würde ich auch schon mal provisorisch ein bisschen nach oben bauen. So. Finde ich das so vielleicht gar nicht so schlecht, wenn hier ein Wohnhaus ist. Warum nicht? Okay, so. Ich habe Steam Achievement Siedlung freigeschaltet. Wichtig wäre natürlich, dass wir die Mauer jetzt durchziehen können. Ne? Jetzt würde ich das hier abschließen. Gefällt mir sogar besser, das so zu machen. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil, wie gesagt, wir haben hier diese Erhöhung. Und dass dann hier der Zaun dementsprechend höher ist, finde ich irgendwie nicht super dumm. So, hätten wir. Bretter können wir hier reinhauen. Dann haben wir das gerade schon mal fertig. Und hier genauso. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendeinen Kniff einbauen will. Weil sonst ist mir der Weg irgendwie zu langweilig. So, ich würde sagen, wir machen nur bis hierhin die Bäume. Hier. Viel besser als davor, oder? Das ist cool. Das finde ich schön. Ne? Und dann hier sind dann Bäume. So, ich sag mal so, Leute. Ich freue mich schon sehr, das hier fertig zu bauen. Und dann hier die Bäume zu sehen und die Felder und so. Dann in den nächsten Jahreszeiten. Das könnte echt schön werden nochmal. Freue ich mich schon drauf. Wie viele Spielstunden? Ich weiß nicht, ich würde so 70, 80 schätzen oder so. Also ganz ehrlich, ey, also was wir hier gerade jetzt hier schon gemacht haben, das geht in eine gute Richtung hier. So dieser Abschnitt. Bin gespannt.
So, okay. Gehege für die Kühe ist wieder fertig. Das ist ja schön, sie fängt jetzt auch hier an. Okay. Wir müssen, glaube ich, bei den Hühnern langsam mal ein bisschen... Wir brauchen doch nicht so viele Gockel, oder? Die Henne würde ich behalten, den Hahn würde ich verkaufen. Ah, den habe ich schon einen Namen gegeben. Wie behalten wir es? So, das hätten wir. Es ist halt so ein bisschen viel Steinmauer. Könnte sein, dass ich da irgendwann nochmal was ändern möchte. Nö, finde ich schön. Sieht jetzt auch nochmal ein bisschen individueller aus, auch mit dem Kuhstall und so. Gefällt mir. Okay, Leute, ich würde mich eben waschen. Dann würde ich eben ins Nachbardorf reiten und noch zwei neue Dorfbewohner holen. Das ist Feierabend, hä? Ja, und dann legen wir schlafen. So, und wenn wir die Dorfbewohner haben, würde ich dann versuchen, das erste Haus zu verputzen. Und gucken mal, wie das aussieht. Ja, Bolimir würde ich mitnehmen. How are you? Nimm mal dich. Genoveva. Okay, also, wenn wir ein Haus verputzen wollen, brauchen wir Tonbewurf. Da müssen wir doch mittlerweile über die Scheune automatisch was produziert haben eigentlich. Tonbewurf 80. Wir haben 570 Ton mittlerweile. Welches Haus wollen wir bewerfen? Können wir alles bewerfen? Zerstören, Putz entfernen, verputzen. Wir können auch die Küche verputzen. Aber wenn wir die Küche verputzen, haben wir nichts mehr zum Verputzen. Der war mir schon unangenehm, während ich ihn rausgehauen habe, aber leider war ich zu langsam. Mein Mund war zu schnell. Ach krass, wir brauchen für Steinwände brauchen wir Kalkstein. Okay. Gucken erstmal, wie das aussieht. Okay. Ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass gerade Winter ist, oder? Weil hier, das Holz ist ja so schon ein bisschen weißer und deswegen fällt das weniger auf. Wie sieht das denn aus, wenn wir sowas verputzen? Ach, guck an! Das ist natürlich geil. Okay, wisst ihr was, Leute? Dann würde ich aber erstmal diese ganzen Stockwände verputzen. Das ist ja cool. Das ist cool. Ich würde mal eben gucken wegen Kalkstein. Also bei, hier, guck mal, die Küche zum Beispiel, mir gefällt, die, ne, ist nicht die Küche, der Hühnerstall, mir gefallen immer diese Stockstrukturen nicht so gut. Die würde ich als erstes verputzen. Das Materiallager verputzen. Ja, nee, das sieht schick aus. Das gefällt mir. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Vor allem, dass auch wirklich jede Struktur, also sei es jetzt Stöcke, Steine und so weiter, anders aussieht, ne? Nochmal jeweils. Das sieht echt gut aus. Okay, let's putz. Krass, ey. Ich würde, glaube ich, erstmal die Stellen verputzen, die wir auch wirklich sehen. Was ich auch cool finde, ist dann, wir haben ja ganz viele Steinmäuerchen, ne? Und Steinmäuerchen und Steinwände sehen halt sehr ähnlich aus, obvious. Und so ist der Unterschied dann wieder größer. Das finde ich irgendwie gut. Dass nicht alles wie Steinmäuerchen aussieht. Hey, das ist schon echt cool. Mag ich. Würde ich den Brennholzhaufen entfernen, wäre, glaube ich, das Dorf nur noch halb so schön. Habe ich noch ein bisschen Tonbewurf? Nee, ne? Ich will mehr Tonbewurf. Ich will die ganzen Stockhäuser verputzen. Aber wir hatten ziemlich viel Ton. Könnten theoretisch einfach ein bisschen was herstellen. Das wiegt halt übelst viel.
Kaki, ich brauche deine Hilfe. Tonbewurf. 11 Uhr. Ach, ist das krass, Mann. What? Aber halt, warte mal, wir kriegen mal irgendwas, ne? Ging mal 10 oder so. Okay, dann ist neu. Ich wollte mich schon beschweren. So, dann lasst mal alles verputzen, was aus Stöcken besteht. Ich bin ein sehr großer Fan von Verputzen von Gebäuden. Mir kommt das auch so vor, als hätten die Textur nochmal deutlich verbessert. Ich kann mich daran erinnern, dass man früher verputzen konnte. Aber so gut sah das, glaube ich, nicht aus. Das ist geil. So Leute, denkt an den Daumen, denkt an Feedback. Ne? Support hilft da immer weiter auf jeden Fall. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in einem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.